Es geht los. Real mit dem ersten Ballbesitz. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Sie wählen in diesem Spiel ein 4-4-2 mit Raute, mit einem offensiven Mittelfeldspieler als Unterstützung für die beiden Angreifer. So gehen es die Bayern also heute an. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Ribéry leitet den Angriff ein. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Ribéry! Sehr gut gemacht vom Torhüter. Eckball jetzt durch Alonso. Ribéry! Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Er steht gut und hat den Ball. Vidal. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Und Tor, den macht er. Aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob er das so wollte. Aber es passte perfekt. Trauen wir ihm das doch einfach mal zu, Wolf. So ist der Schuss auf jeden Fall unhaltbar. Wichtiger Treffer für die Bayern. Sie sind vorne. Und jetzt Isco. Bale. Freistoß, mehr nicht. Keine große Sache. Robben. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Ein Robben jetzt. Jetzt Alonso. Ball im Aus. Abstoß. Kein guter Abstoß. Der Gegner am Ball. Die Bayern machen das Tor. Hoho, den macht er gut mit der Innenseite. Und da braucht er nicht viel Kraft. Er platziert das Ding gut. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Nach der Aktion gibt es Freistoß gegen den FC Bayern. Das ist gelb für David Alaba. Da kommt er ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Macht der Schiedsrichter gut, es gibt Vorteil für Madrid. Boateng. Da verlieren sie den Ball. Gut gemacht, mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Souverän gemacht vom Torwart. Ribéry setzt sich durch. Da entscheidet er auf Foul, Freistoß gegen Real. Gelbe Karte für Pepe. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Das macht er sehr gut, klasse Tackling. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Ribéry. Xabi Alonso bringt die Ecke rein. Ganz einfach an den Ball gekommen. Ah, oh, da geht er vorbei. Da ist der Treffer für die Münchner.
Da haben wir jetzt einen weiteren Gegentreffer für Sie. Und jetzt können Sie wohl nur noch ein Ziel haben, Buschi. Genau, und das heißt Schadensbegrenzung. Irgendwie müssen Sie den Fuß wieder reinbekommen in dieses Spiel, damit es nicht noch übler ausgeht. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht einen Tick zu spät. Jetzt kann man wieder spekulieren, was das für eine Riesenmöglichkeit gewesen wäre. Das brauchen wir aber nicht. Das war klares Abseits. Xabi Alonso am Ball. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Und nun ein Schuss. Wird das was? Nee, er gibt Abseits. Sie gehen ins Risiko. In Ihrem Heimspiel setzen Sie jetzt auf die Abseitsfalle. Ja, das ist wirklich nicht ohne Risiko, aber vielleicht geht es ja gut. Vidal am Ball. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist Abseits. Carvajal am Ball. Der FC Bayern wieder am Ball. Da geht er gut dazwischen. Groß. Vidal. Jetzt Vidal. Jetzt Ribéry. Nun Douglas Costa. So, natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Nun Gareth Bale. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Und jetzt kommt der Freistoß. Und die Mauer springt. Abgeblockt. Sehr gut. Jetzt Ribéry. Jetzt Alonso. Jetzt bringt er die Flanke rein. Es gibt Freistoß gegen Real. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Wichtig, den Ball hat er sicher. Und Sie haben eine überzeugende erste Hälfte gespielt. Wenn Sie weiter konzentriert bleiben, dürfte in Durchgang 2 nicht mehr viel passieren. Und jetzt Isco. Bale. Und das gibt Freistoß gegen die Bayern. Gelbe Karte für Jerome Boateng. Und schon ist der Ball weg. Jetzt ist die Kugel weg. Xabi Alonso. Und jetzt Douglas Costa. Lewandowski. Ribéry mit dem Schuss. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Und Lahm. Er schießt. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Da war noch einer dran, daher Eckstoß. Isco jetzt. Jetzt Ronaldo am Ball. Jetzt Bale. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Und Vidal.
Vidal. Gutes Zuspiel auf Lewandowski. Super. Und da gibt es einen Freistoß gegen Real Madrid. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Viel Verkehr im Strafraum. Gleich kommt die Ecke. Da verlieren sie den Ball. Lewandowski. Das war einfach. Und er hat den Ball. Und Alonso. Jetzt Cristiano Ronaldo. Lewandowski jetzt am Ball. In den letzten Jahren führte bei der Wahl zum polnischen Fußballer des Jahres kein Weg an Robert Lewandowski vorbei. Vier. Da entscheidet er auf Foul, Freistoß gegen Real. Und die gelbe Karte für Ramos. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Keine andere Option für den Referee. Jetzt Ribéry. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Jetzt Bale. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Nun Philipp Lahm. Philipp Lahm ist schon ein Phänomen. Seit Jahren spielt der ehemalige Captain der DFB-11 auf allerhöchstem Niveau. Ja, und auch egal, wo er spielt, ob rechts hinten. Foul, Freistoß. Und das ist eine gute Gelegenheit. Er zeigt ihm gelb. Etwas überzogen, wie ich finde, Buschi. Ja, die musste nicht geben, glaube ich auch. Das war verdammt knapp hier. Ach, da hat nicht viel gefehlt. Er hatte eigentlich keinen schlechten Schuss, aber das hier war doch ein bisschen weit. Ja, und damit hat er diesen Angriff natürlich viel zu früh hergeschenkt. Isco. Lewandowski. Nee, da klappt das Abspiel überhaupt nicht. Douglas Costa jetzt. Geht er rein? Jetzt bin ich gespannt, wie er die Ecke reinbringt. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Und da zeigt er ihn gelb. Kann man durchaus geben. Rodriguez. James Rodriguez hat bei der WM 2014 nicht nur viele, sondern vorab. Es gibt Freistoß gegen Real. Es gibt die gelbe Karte. Für mich zu hart, diese Entscheidung. Ein Foul war es. Viel mehr hätte man daraus nicht machen müssen. Boateng. Vidal. Da geht er gut dazwischen. Ball bei James. Jetzt Bale am Ball. Super Einsatz. Er holt den Ball. Vidal. Robben. Jetzt Carvajal. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Schuss! Er steht gut und hat den Ball. Er versucht einfach mal. Kein schlechtes Ding. Aber natürlich auch eine unglaublich große Distanz. Obwohl er solche Dinge immer wieder versucht. Ganz einfach an den Ball gekommen. Schießt er ihn rein. Die Bayern, der Ball im Tor.
Jetzt liegen sie deutlich zurück. Aber kann man dem Torwart alleine die Schuld geben, Busch? Na, das wäre zu einfach, Wolf. Sie spielen als Mannschaft und verlieren als Mannschaft. Da müssen sie ihn besser unterstützen. In dieser Partie kann man reinen Gewissens von einer einseitigen Begegnung sprechen. Nochmal die Führung ausgebaut. Bale. Groß. Jetzt Gareth Bale. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Das musst du auch erstmal verarbeiten. Sie hatten keine Chance heute und am Ende geht das Spiel 4-0 aus. Klasse Einstieg.